Herzlich willkommen zurück. Wie versprochen habe ich ein klein wenig weitergemacht. Oh, Ellie kommt gerade, oder Elysia, aus der Mine. Hier, Ja, ich hier. wollte dich besuchen. Du Ich brennst habe. übrigens. Ich brenne. Jetzt nicht mehr. Was? Ich brenne? Achso, hier wegen Du der. standst Ja. auf der Ich habe hier ein Kerze. kleines bisschen ausgegraben. Ich habe auch schon angefangen, die Schmelzerei zu setzen. Ach, da hast du sie hin. Ja. Ich habe ja schon hier angefangen. Ach so, ich dachte, du setzt sie ganz runter, da wo ich gerade auch war. Aber ist okay. Nö, hier ist Nee, okay. hier oben Hier ist ist. super. Weil wir ja eigentlich alles hierher bringen wollen, unsere Basis sozusagen. Ah, okay. So, gut, wir brauchen hier definitiv noch den Schmelzausgang. Den würde ich vielleicht hier so nach vorne machen. Nee, eigentlich, das muss nach innen. Oh, zeigt es nach unten. Naja, fast. Zeigt wieder nach unten. Naja. Setzen wir erstmal weitere Blöcke so von der Schmelzerei. Das muss nämlich hier so ummantelt sein. Dann würde ich den Schmelztisch da unten hinsetzen. Also wenn wir irgendwann die mehrstufig machen, kann man das dann alles ein bisschen nach oben rutschen vielleicht. Oder den Drain, oder muss man den so rumsetzen? Das war falsch rum. Genau, das sieht gut aus, weil das Ding ist angegangen. Das heißt, es ist eine valide Schmelze mit einem Vierer Input. Ich habe noch drei Ziegel. Da kriegen wir kein Level drauf. Und wenn wir in eine Richtung gehen, brauchen wir prinzipiell ein, zwei unten, ein, zwei drüben, also Vierer nochmal. Also vier. Müsste doch theoretisch passen. So, das heißt, wir machen da eins hin, da eins hin, da und da, und das reicht natürlich nicht. Bäh. Das heißt, ich mache erstmal hier wieder zwei hin, damit die Schmelze wieder zu ist. Sieht ein bisschen schicker aus so. Und ich werde hier mit Eiern beworfen. Kommt dich die Hühner besuchen? Gut, jetzt ramme ich mich nicht mehr an den Kopf. Haben wir noch Mörtel im Glas? Jetzt ist das Ding hier auch schon wieder voll. Das muss man noch anbringen. Dödödö. Ach Mist. Da ist noch ein Ziegel. Aber dann stellen wir doch noch ein bisschen her. Wir haben Ich höre Kühe. fast auch. Wir haben auch keinen Sand, glaube ich, oder? Nee, wir haben keinen weiteren Sand. Ach, das ist alles so blöd. Mit so wenig. Ja, ich bin gerade auf der Suche nach Sand. So wenig Zeug. Gut. Bringen einfach bei Gelegenheit mit und Ja, wir müssen noch mehr ich Kisten habe noch aufmachen leider nichts für gefunden. noch mehr Zeug. Ich habe auch die Teile offscreen hergestellt. Das ist ja nicht viel, das ist einfach nur reintun und fertig schon. Gut, ich weiß gar nicht, was man da in der Schmelzerei noch. Vielleicht habe ich mich auch nicht verzählt, sondern einfach nur ein bisschen doof gewesen. Aber wir haben noch zwei Blöcke und die sind wahrscheinlich. Ah, die sind gedruckt worden und die Schmelzerei hat die aufgefressen oder so. Ist auch nicht. Weil, genau, so, jetzt haben wir nämlich schon sechs von der Größe her. Kann der wieder weg? Passt da bestimmt nicht rein. Super. Halt mal im Inventar. Aber das Ei kann da rein. Gut. Und diese tollen Teile hier. Wir wollen ja am Anfang das casten, das machen wir das dahin und das machen wir dahin, um da ganze Blöcke zu casten. So, jetzt könnten wir dem Prometheum. Hast du schon Lava gefunden? Nee, ich bin auf dem Weg nach unten. Super. Ich höre aber. Dann nehme ich auch Das mal. hört sich nicht gut an. Das hört sich nicht gut an. Es hat Nehme ich mal alles mit. Grrrr gemacht. Super. Das Promethium kann man da schon mal reinpacken. Ich glaube, man kann die Schmelze nur mit Lava befeuern. Theoretisch. Das Problem ist, man sieht ja bei den normalen Minecraft, ob Was ist Lava da das? ist. Ich sehe Gustig. aber gar nichts. Es ist schwarz einfach nur. Das und das dritte. Achso, die Cast-Dinger. So, dafür braucht man Gold. Ja, ich Wir haben bin aber auf gar kein Level Gold. 54. Also tief. Ich bearbeite Wir gerade. können aber noch gar kein das abbauen. Das heißt, Ist ja entweder ich egal. muss wirklich ein bisschen Promethium opfern,
dass wir das bekommen. Oder wenn wir Lava finden, wäre das auch super geil. Ja, wo ist denn Lava? Möglichst weit unten und irgendwo. You begin to feel comfortable handling the flint pickaxe. You noticed room for improvement. Ein Modifier. Ja, du hast jetzt einen. Wenn du Shift drauf gehst, müsstest du jetzt das sozusagen finden. Wo hast du eigentlich nach unten gebuddelt? Irgendwo da hinten, oder? Hä? Nee, ich bin hier. Wo jetzt? Also, was möchtest du? Wo geht denn die Treppe nach unten? Es gibt mehrere Treppen nach unten. Ja, die richtig tief geht, wo du gerade bist. Da, wo wir die Pflanzen hingesetzt haben. Ja, und dann? Geradeaus. Geradeaus. Einfach geradeaus den Gang entlang. Warte, wo bist du gerade? Hier, wo man die Pflanzen. Warte mal, wo bist du reingekommen? Da. Da bist du reingekommen. Okay, dreh dich. Und jetzt rechts. Unten. Links. Unten, da. Runter. Alles versteckt hier. Oh, was ist das? Kreideeisenerz. Ja, eben. Kann man auch nicht abbauen. Nein. Ich dachte, du bist schon ein bisschen tiefer. Ja, ich habe halt gerade Kohle gefunden. Achso, ich mach mal weiter nach unten. Ah, nicht mich. Ja, ist gut. Ich stehe hier immer noch. Ja. Ja, ich wollte ja weiter nach unten bauen, aber ich habe hier gerade Kohle gefunden. Ah, warte, was ist das? Platinerz. Das würdest du wahrscheinlich auch nicht abbauen können. Nee, kann ich auch nicht. Ich beleuchte es mal. Mein. Hast du ein paar Fackeln für mich? Ich habe irgendwie keine mitgebracht. Ja, habe ich. Warte. Wo bist du? Kannst du die einfach unten runterschmeißen? Ja, ins Loch bitte. Okay. Erstmal? Ja. Ich habe noch ein paar. Ich hoffe, wir finden da unten Lava. Ja, man sieht halt nichts auf der Karte. Rosengranit Prometium. Grandios. Ach, du machst immer nur eins nach unten? Ja. Ein Block? Lass mal schneller. Du kannst gern daneben noch aufgraben. Vielleicht finde ich ja noch was Schönes. Ja. Meine Hacke ist kaputt. Hast du mir jetzt mein Dings gemacht? Meine ist auch mein kaputt. Mein Flint? Ich habe keinen Flint gemacht. Ich habe dich ja auch gebeten darum. Ich habe andere Sachen gemacht. Du hast gesagt, muss das sofort sein? Nein. Ja, aber jetzt dann, ist sofort. Oh. Wir wollten. Ja, warte mal. Ich hab jetzt genug Prometium, dass wir vielleicht eine Prometium-Hacke machen. Dann kann man die zwar nur damit reparieren, aber. Ja. Ach nee, das geht ja nicht. Ach, dann brauchst du mir, das muss ja ja doch. Komm nicht raus. Tür zumachen? Ja. Also muss ich mir jetzt erstmal wieder Flint schaffeln. Ja, bitte zwei, ich will auch eins. Nee, warte, ich mach mit. Kies. Wo ist Kies? Wo ist Kies? Das ist Kies. Da. Wir haben jetzt richtig viel Prometium, theoretisch. Pflastersteine, Bruchstein. Haben wir auch direkt gefunden. Können wir unsere Hacke verbessern? Oh, da kommt viel raus. Ich bin fertig. Keine Hacke. Da kam noch eins raus. Alles kaputt bei mir. Ja, kannst du mit Stein reparieren. Und noch eins, weil ich glaube, wenn man das mit der Schaufel macht, kommt es öfter mal raus. Das ist die Wahrscheinlichkeit höher. Und da kam wieder eins. Hast du auch schon eins? Alles kaputt. Nein, ich habe gar keins. Und da hast du zwei. Siehst du, wie kann Hacke ich denn diese besser? Schaufel aus Stein machen? Genau, einfach oben Stein. Mit einem Stein-Dings. Egal welcher Stein. Die ist doch schon. Nee, du hast doch schon eine mit Stein. Nein. Diese Schaufel. Ja, die hast du doch, hab ich sie doch. Da nein, hast du doch eine aus Holz. Wieder. Ja. Nee, dann nimm die aus Holz halt. Aber, nee, okay.
Momentan brauchst du ja nicht, oder? Na doch, gerade eben habe ich sie gebraucht. Ja, ich brauche sie auch immer mal und jetzt ist sie kaputt. Achso, okay. Wenn es rein aus Holz ist, kannst du mit Holz reparieren. Und ansonsten mache ich dann, sobald wir bessere haben, bessere. Schon mal das Salz in das andere Kiste. Das ist ja, ist auch so ein Müllzeug. Die Sticks kannst du nehmen, kannst auch normales Holz nehmen, das ist egal. Oh, das sind die ganzen Eier immer zu, ey. Das ist schon wieder ein neuer Tag, ja. Immer dran denken, das zu machen. Hä? Hallo? Kalamari? Ja, du kannst nicht permanent Kalamaris essen, das bringt. Schade, das ist nicht ich gut. Ich habe jetzt zwei gefuttert. Ja, aber du siehst halt den Nährwert da immer, das geht halt runter. Mist. Du musst verschiedene Sachen essen, möglichst das, was du noch nicht gegessen hast. Oh, Matten. Das müssen wir dann auch noch brennen bei Gelegenheit. Wir müssen dann noch irgendwie so anderes Zeug packen. Da braucht man eine Küche dafür. Eine Küche? Ja, da kann man noch, da gibt es Rezepte. Kitchen. Ah, das ist Englisch hier, okay. Cooking Table. Da brauchen wir ein Buch. Baumstämme, schwarz gefärbter Ton, das kriegen wir hin. Gebrannter Ton kriegen wir auch hin. Ton, okay. Hätte ich vielleicht doch nicht alles verbrauchen sollen. Und ein Buch. Das Buch müssen wir auch schmelzen. Okay. Das Buch? Ja, da kriegt man ein Kochbuch. Oh, Mensch. Genau. Ich habe nämlich eins gefunden im Raumschiff. Muss man ganz erstellen, das habe ich da gemobst. Kommst du wieder mit runter oder soll ich die Tür zumachen? Ich komme mit, kannst du offen lassen. Ich muss aber auch was essen. Ess mal nochmal Kalamari. Hast du mir einen Apfel mit? Ist zwar nicht gut. Ein Apfel. Ich bin schon wieder auf dem Weg nach unten. Ja. Beziehungsweise ich gucke erstmal nochmal die Blumen an, ob es bei denen vorangeht. Ein bisschen Holz-Dings kann man dabei haben. Ja. Wir wollten. Ach, hier oben kommen wir an. Check. Check. Da kann man dann Zucker herstellen oder kann man Kuchen backen oder so. Ja. Backe Kuchen. Weil wenn wir das hier aufbuddeln, müsste das genau auch in die Richtung fließen und da haben wir mehr Anbaumöglichkeiten für das hier zum Beispiel. Wunderbar. So, ansonsten, das ist noch reif. Super. Oh, da ist ein böses Huhn. Das greift die guten Hühner an. Er macht's tot. Wie ist das hier infiziert reingekommen? Ah, das ist so halb infiziert hier wahrscheinlich. Das ist schlecht. In den Bergwerk, ich kann jetzt nicht kommen. Oh, hier ist auch schon. Hast du dir Fackeln gemacht? Ich habe noch die von dir. War ein böses Huhn, das hat die anderen Hühner angegriffen. Tschö. Ich war ja hier sehr weit gekommen. So. Ach, und Hühnchen kann man auch braten. Das ist auch nochmal wieder was anderes zu essen. Ach, du musst immer was anderes essen. Ja, du musst, habe ich ja gemeint, musst deine Diät sozusagen verschiedene Sachen essen. Immer mal Hühnchen, mal Schwein, mal Rind, mal Dings und eigentlich so. Ganz viele verschiedene Typen. Deswegen gibt es diesen Cooking Table, weil da mal. Deswegen habe ich zweimal Kalamari und deswegen ist es nicht mehr genau, geworden. Genau, du siehst dann, dass das immer weniger wird. Oh, danke für den Apfel. Genau. So. Hier habe ich wieder Kohle gefunden gehabt. Mhm. Ich baue jetzt parallel eins zu dir. Das ist Basalt hier. Ja, ich habe auch nochmal Salz gefunden. Mhm, das gibt's hier auch. Ja, hier gibt es öfter Salz. Gucken wir mal, ob wir Lava finden. Ich weiß nicht, wie das hier angedacht ist, die Schmelze zu betreiben. Vielleicht kann man das mit irgendwas anderem tun. Was ist das? Kalksteineisenerz. Mhm. Deswegen lässt sich das nicht abbauen. Super. Muss ich drum rumgehen. Ja, deswegen ist es immer mal was stehen geblieben bei mir. Ja, ist noch nicht so schlimm. Das ist zufällig genau in dem Weg, den du nach unten gräbst. Toll.
Wenn wir mal Glück haben, gibt es da unten irgendwo einen Lavasee. Wenn nicht, müssen wir in den Nether. Warum hast du die Steinkohle nicht abgebaut? Dafür brauchen wir aber auch Lava. Ich habe die einfach stehen lassen für dich. Ja, warum? Fabulous Ohr. Ich bin doch schon Level 17. Ferris Ohr. Hier, ich höre Slime. Ja, nicht gut. Das höre ich die ganze Zeit. Nicht gut. Vor uns ist irgendwo... Irgendwo ein Loch in der Wand, wenn man das so sagen will. Ich hoffe, da buddeln wir uns dran vorbei. So, machen wir das mal anders. Das dahin, weil meine Fackeln sind eigentlich immer dort. Hast du mal rechts die Fackeln, weil ich links ja grabe? Ja, verschieden. Hast du jetzt Schleim gefunden? Irgendwas habe ich gefunden. Ein ziemlich taumischer Schleim, ziemlich großen Schleim. Der ist hier auch ein bisschen problematisch, weil der kommt hier nicht durch. Geh weg. Komm auch nicht richtig ran an den. Au! Aber er scheinbar an mich. Ja, irgendwie verliert er auch Leben. Ich glaube, der ist, weil er in der Wand ist. Aber... Durchgebracht. Machen wir ihm mal Platz. Na, hallo, komm. Ach, der stirbt die ganze Zeit wahrscheinlich. Er stickt in der Wand. Ist natürlich auch so. Hier ist das Eisenerz. Da ist er. Ich kann ihn aber nicht hauen, so wie das aussieht. Komm gleich. Blödes Viech. Springt immer dazwischen, ey. Ja, was hast du da noch stehen lassen? Irgendwas. Das sieht. Ja, jetzt bist du doch auf die Seite, wo ich bin. Ja, ja. Ist doch egal. Komm, Slime, wir wollen dir helfen. Ach, stopp halt einfach da. Soll ich dir helfen? Es geht nicht. Der ist böse. Oh, hier ist noch mehr Prometheus. Prometheum. Nicht Prometheus, sondern Prometheum. Wenn ich eine Fackel hinsetze? Dann freut das sich, dass es Licht geworden ist. Oh, hier ist Gold und hier wir können es nicht abbauen. Hier ist was. Trazit, Water Influence. Ja, das kannst du auch erstmal dort lassen. Das jetzt ja, nicht das bitten. Kann man nicht abholen, glaube ich. Doch, geht. Hä? Der Slime ist weg. Ja, der hüpft hier bei mir rum. Hä? Witzig. Der backt in der Wand. Ja, das meinte ich damit. Kann ich den vollbauen mit Steinen? Da waren schon Steine. Die habe ich ja weggemacht, um den hauen zu können, aber es ging leider nicht. Ich habe wieder zugebaut. Super, ich habe ewig gebraucht, um das aufzumachen. Oh, hier ist offen. Oh, er kommt bestimmt gleich hier rüber, der Slime. Da unten ist noch ein kleiner Slime. Ich habe eine Fackel hingesetzt. Jetzt können wir ihn hauen. Oh, jetzt ist es kleiner geworden. Hört sich vielleicht eklig an. Ja, der ist auch eklig, der Schleim. Gold. Das dauert ja ewig. Kleiner. Noch mehr Gold. Das Lustige ist, da kommt übelst viel Magiezeug raus aus den Schleimdingern. Yeah. Was prinzipiell ja gut ist. Oh, hier ist auch alles voll. Ja, dann setz Fackeln. Nee, ich mein Dings. Ein verseuchtes Zeug, verseuchte ja. Erde. Können wir eine Kiste bauen? Zurück. Du musst zurück, warum musst du zurück? Ich habe diesen Ball eingesammelt. Ja, nee, dann warte, wir machen hier eine Kiste, wo wir das Zeug reintun und dann passt das. Weißt du? So. Hä? Du hast den da reingetan. Ja. Aber ich war doch... Hä? Ich habe auch welche. Aber ich habe keinen mehr. Ja, dann, weil der explodiert und dann kriegst du den Schaden. Verstehst du? Und dann ist er weg. Ich hab ihn doch nicht mal gesehen, ich hab doch nur... Zinnober. Ja, zur Zinnaber. Was ist das?
Parasitfall ins Rot. Mhm. Eisenerz. Hm. So, wir noch ein bisschen noch weiter nach unten. Hier, 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 hier. Oder hier weiter nach unten. Alles. Da ist was Zeug. So, ich kann noch 17 Blöcke ausgraben. Ich bin fast. Zum Beispiel mal die Hand. Toad. Toad. Was die Hacke betrifft. Hm. Ich habe Drazit Zinnibar Ohr gefunden, so rotes Zeug. Hm, das geht auch nicht abzubauen. Nee. Habe ich auch schon gefunden. Richtig. Meine Hacke löst sich gleich wieder auf. Meine auch. Das ist aber jetzt. Sie hat sich aufgelöst. Semi. Warte, ich kann noch weitergraben. Ja, guck mal, ob du Lava findest. Ich gehe schon mal wieder hoch. Du bist auf Level 11. Ja, dann. Ich höre es fieben. Ich hoffe, du hast hier aber auch ein Loch gefunden mit bösem Zeug. Ich mache das mal wieder zu hier. Ne? Na, ja, sonst kommt das ja nicht durch. Ich bin auf Stufe 8. In der Erde. Ach, ist das ein langer Weg nach oben. Wir müssen hier definitiv dann das Eis noch eins tiefer graben und. Ach nee, da hast du immer schon schön gemacht. Und Dings anbringen. Treppen oder so. Da hochsprinten kann. Ich bin auf Stufe 5. Hacke kaputt. Ja, es gibt bald bessere Hacken. So, ich sollte nicht rennen, ja. Ach, das verleitet immer so. Desto schneller man irgendwas machen kann, desto besser. Eine Fledermaus. Super. Oh, unsere erste Brombeere. Hast du die gesneakt? Ja, die esse ich jetzt auch. Hat nicht viel gebracht, aber. Das ist ja egal. Ich sage, wir sind echt viel zu weit unten. Wo bekommt man Zeug für die Smeltery her? Kann man nicht hier den Instructor? Den Instructor, so. Besseres Getting Past Mandate. Mhm. Kupferspitzhacke. Copper in most others. Unconventional metals can all craft into tools just as normal. Ha. Making tools the normal way means you can enchant an enchanting table, bla bla bla. Und noch mehr Kohle. Able to melt metals down in the smeltery and make them doctorly way instead. Ja. Yeah. Hey, uses less materials, make the tool easier to upgrade and repair. Ja, schön. Alien Metal. Na, dann machen wir mal Alien Metal. Na, was soll's. Was soll's. Ist egal dann auch. Hier kommen wir vielleicht ein bisschen schneller voran. Schmelzen wir einfach mal 8 davon. Oder 3 oder was weiß ich. So, was kommt da jetzt raus? Metallurgie. Naja. Scheinbar ist dieses Alien-Zeug. Ist mir aufgetaucht geworden. Dann können wir das mal so machen. Brennen wir mal das Buch. Das kann ich mal. Level 2 konnte man dann. Hat es auch irgendwie angesagt. Ein Rezeptbuch. Können wir es aufmachen? Ja. Ah. Stock, herzhafte Imbiss, nicht kürzlich verzehrt. Wie kriegen wir das? Ein Pot. Eieiei. Restored. Saturation. Suspending. Mm. Yum, yum, yum.
Küche. Nein, das ist Cooking Table. Da und mit einer Werkbank. Okay, eine Werkbank. Das kriegen wir doch hin. Hallo, Schatz. Ist auch irgendwie nicht viel mehr geworden. Musst du nicht alles wegmachen, das geht auch alleine. Aber die Setzlinge kommen doch da raus. Ja, das geht aber auch alleine. Du musst nicht alles wegmachen. Das ist ja nice. Wusstest du es nicht? Ja. Jetzt weißt du es. Okay, So einen neuen Setzling hinmachen. Wir sollten definitiv auch noch eine tolle Kiste machen. Oh, ich habe ja noch Eichenholz. Kann ich das jetzt zurücklegen? So, und Ton. Ton haben wir noch da. 64 müsste ja passen. Da könnten wir jetzt sogar die schwarz gefärbte Ton, gebrannter Ton, davon kriegt man 8. Da 4, ich weiß gar nicht, wie viel wir da jetzt brauchen. Machen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muss sich ja lohnen. Und ein Brot. Den brennen wir da. So, endlich kein Hunger mehr. Ich mach dir mal eine Spitzhacke auf die alte Art und Weise. Technischer Fortschritt. Softmetal. Reicht ja, wenn du damit... wo bist du denn hin? Ich bin unten. Ja, du kannst damit das Eisen abbauen. Juhu! Das... Und das Gold, oder das Gold, auf jeden Fall das Gold. Ich brauche Gold. Hier? Bring mir bitte Gold. Und tschüss. Okay, also gehe ich einmal bis runter, hol dir das Gold und dann baue ich mich von unten nach oben. Was? Wie du magst. Du musst machen, ich will dir das nicht vorschreiben. Mach, wie du möchtest. Wenn du sagst zu mir, du brauchst das Gold, und das ist ja ganz unten. Ja. Und dann kann ich mich ja von unten nach oben vorbauen. Ja, wie du magst. Wie ich mag, wie ich muss. Nee. Wie du magst. So. Der Ton ist bald fertig. Dann brauchen wir noch Eichenholz. Aber noch ein bisschen mehr. Dazit kann ich immer noch nicht abbauen übrigens. Dazit? Was war das? Das. Aktuell abbaubar? Nein. Gold. Na, Gold geht nicht. Nein. Das heißt, da steht ja auch Hard Level. Hard Metal, das ist ein hartes Metall. Ja. Deswegen auch. Und Eisen? Oh, das ist ja Mist. Wie will man da das Casting. Das ist ja Käse. Hä? So. Hier ist noch mehr Harvesting Gold. Da, Harvesting Gold. Bronzespitzhacke brauchen dafür. Oh nein. Smeltering for Smeltering Cast. Warte, ich gucke, ob ich das Eisen. Wo war das? Ist jetzt natürlich schön dran vorbeigelaufen. Die ganze Zeit. Wir brauchen etwas, was so hart ist wie Eisen, aber von der Bürokratie nicht bemerkt wird. Bronze. Könnte funktionieren. Hier, Eisen geht. Kupfer und Tin together to make it. Problem is, both are incredible rare in this world. Super. Hab's. Ja, Eisen kannst du mitbringen. Claim Reward. Plus 3. So, Tin brauchen wir noch. Also Kupfer haben wir ja schon ein bisschen. Ah, hier ist ein Baum in mir gewachsen. Mann, stutzt immer ein bisschen. Ja. Das ist schwierig. Wieso? Weil es schwierig ist. Harvesting Gold. Weil wir definitiv für das Casten Gold brauchen. Und mit dem Casten kann man... Warte mal. Ein Task war auch hier das herzustellen, aber da kriegt man nichts dafür. Wie soll man bitte schön?
Dafür müssen wir Gold schmelzen. Aber um Gold abzubauen, brauchen wir die Schmelze. Das ist eigentlich so ein bisschen ein Deadlock. Weil das eine vom anderen, das ist irgendwie Rotz. Ich hab das schon. Aber wir können erstmal das hier machen. Wir brauchen nicht das Eisen gleich bringen? Eisen und Dings. Aluminium kann ich auch nicht abbauen. Ja, hab ich schon fast vermutet. Brauche aber definitiv auch Lava. Aber gut, ich war ja dabei, ein Kochdings zu machen. So, das heißt, wir haben gebrannter Ton und jetzt können wir den noch schwarz färben mit einem Inksack. Ein Tintenbeutel. Schwarz gefärbter Ton, super. Geht das nicht? Zündholz, Eukalyptusholz, schwarz gebrannter Ton, Cooking. 2. Geht doch. Wahrscheinlich so ein Block, der nicht wollte? Über diese Crafting funktioniert. Nicht mit dem Crafting funktioniert. Gut, packen wir das dahin. Eine Küche. Hey, jetzt zeigt er irgendwie weniger als vorher. Achso, das ist das. Ach ja, ja. Okay. Das war ja das, was man mit dem Zeug, was man gerade dabei hat, machen kann. Also müssen wir einfach mal alles Mögliche, was wir so haben. Salz ist vielleicht auch nicht verkehrt. Können wir vielleicht auch essen. Was ist das? Rippe. Einfach mal alles so. Ich kann mal Holz auch essen. In das Inventar tun. Eier ist auch eine gute Idee. Ja, das sieht doch viel besser aus. Hackebeil. Missing oven to cook. Ah, okay, da kann man direkt damit kochen. Boiled egg, da braucht man einen Pot. Ein Ofen. Eisen. Schwarzes Glas, das kriegen wir auch hin. Zurück. Fridge. Achso, da kann man das alles reintun. Eine Eisentür. Ja, bring viel Eisen mit, bitte. White Water. Eine Sink. Und Wassereimer. Oh, wir haben nur einmal Wasser. Das ist schlecht. Ah, ne, wir hinten. Ja, das können wir ja vom Dings holen, ja. Okay. Eisen. Cooking Table. Gut, dann können wir das alles. Was ist das? Weil es contain tools for recycle. Ah ja, cool. Tool Rack. Da kann man eine ganze Küche aufbauen. Schön. Druckplatten. Okay. Und kann man nicht zurück? Ja, so. Und auch wieder Eisen. Okay, kann man schon mal Druckplatten herstellen. Ich tue mal das Zeug hier wieder raus. Machen wir uns mal noch eine Truhe, wo wir das Essen reintun. Stellen wir mal. Wo bauen wir denn die Küche auf? Auch unter der Erde hier so? Weiß ich nicht, ich bin gar nicht da. Und lieber hier oben. Irgendwo. Oben ist so wenig Platz. Ich glaube, neben der Schmelze macht die sich doch gut. Schön warm. Genau, schön warm. Ja, also die Höhle ist alles erkundet. Ja. Die eine Pflanze hat es geschafft, alles. Die Pflanze sind gut. I weg zu machen. Die ganze I weg, ja. I ist weg. Genau, ich habe alles ausgeleuchtet, sodass da theoretisch auch keine Monster spawnen dürften. So, die eine Pflanze bringe ich schon wieder mit. Die andere Pflanze ist noch am werkeln. Quatsch. Langsam wird es auch unübersichtlich. Ich finde mich auch schon fast nicht mehr raus. Ich habe mich gerade dreimal im Kreis gedreht. Hier geht's aber raus. Jawohl. Ich glaube, es ist immer noch übersichtlicher, wenn man das selber baut, als wenn man jemand anders das bauen lässt.
Oh, hier brennt schon was. Warum kann ich die Spüle nicht abbauen? Achso, effektives Abbauwerkzeug, eine Axt. Nicht, dass ich die kaputt mache. Hä? Achso, hier ist ein... Das ist die Küche. Hier sind keine komischen Gänge. Ist alles super. Hast du das Eisen für mich? Ja, warte kurz. Ich bin noch am Abbauen. Alles. Ich muss das erstmal alles einsammeln, was ich halt stehen lassen die ganze Zeit. Dann machen wir uns mal 3 Druckplatten. Gut. So. Hä, hast du das gebaut? Kiste brauchen wir. Ich sehe hier einen neuen Gang, an den ich mich nicht mehr erinnern kann. Und das ist ja schon mal gut. Ist geil, gell? So, dann brauchen wir einen Wassereimer. Ich hoffe, dieser Typ Eimer funktioniert auch. Also ich kann dir im Moment... Hallo. 15, nee, 34. Ja, mal ein bisschen Eisen, Wasser mit. Eisenerz bringen. Oh, das hört sich gut an. Ja, der Spawn hier ist auch etwas baumig. Oh, guck mal, unsere Kürbisse sind groß geworden. Guck mal, ist ganz schlecht, weil ich unter der Erde bin. Ich könnte jetzt sagen, unsere Kürben. So Kürbe? Nein, Kürben. Von Kürbisse. Aber das ist ja falsches Deutsch, das ist ja nicht gut. So geht das nicht. Genau, so geht das nicht. Ich glaube, ich mache noch ein Hühnchen. Oh, kam keins raus. Jetzt haben wir einen Wassereimer. Brauchen wir auch Eisenbahn. Eisen. Ja, ja. Du bist doch in der Nähe. Hier bin ich, bei deiner Schmelze. So, kann ich dir geben? Ja, natürlich. Warte. Oh, was habe ich dir gerade hingeworfen? Eisen? Nee, das ist Eisen. Das war aber auch eine Art Eisen. Ich weiß nicht, was ich dir gerade hingeworfen habe. Ich bin auf Kuh gekommen. Und dann hast du es einmal hingeworfen. Ach so. Hä, ich hatte es noch gar nicht ausgewählt. Keine Ahnung. Sehr komisch. So, dann machen wir mal 1, 2, 3, 4. Das sind 3 mal 8. 1, 2, 3. Und da machen wir... Nee, so viel wollen wir gar nicht schmelzen. So sollte ich das gelbe Influenz-Ding sollte ich stehen lassen, gell? Na, 15 lassen wir mal. So 16 Stück. Gut, dann habe ich dir alles Eisen abgebaut, was wir bis jetzt haben. Super. Ein Eisenblock schmelze. Ah, hier können wir wieder. So, da schmelze. Aber da steht nirgendwo was, wie man. Ob man wirklich Lava braucht. Und wir müssen auch Lava finden. Aber wir können eigentlich mal. Dings machen. Das Huhn interessiert sich auch für unseren Spawn. Das ist ja super. Was machen wir? Ich. Mit dem Baum ab. Gutes altes Brot. Ah, da brauchen wir ja 3 nebeneinander. Der Nährwert ist nicht so sehr hoch. Ist halt Brot, ne? Brotibrot. Ich hab einmal durch dich durchgelaufen. Was? Super. So, Eisentür. Wir brauchen auch wieder übelst Eisen dafür. Aber na gut, machen wir mal die Tools. 1, 1 und oben 3. Tool Rack. Wunderbar. Fridge. Eisentür. Einmal Eisentür und dann ist das Eisen schon wieder alle. Ja, ich gehe schon. Nein, alles gut. So, hast es geschafft. Mich verjagt. Den Untergrund. Ich hab doch gar nicht dich gemeint. Nein. Nein. Der Fridge. Das Tool weg, können wir da. Jawohl. Da kann man das da anbringen.
Fresh Water. Okay. Ist das jetzt hergestellt? Ohne. Kann man das verdoppeln oder tut das nur so? Na, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird das gleich aus dem Inventar verschwinden, aber ist ja cool. Ja. Fresh Water, kann man das trinken? Hm. Okay, Käsig. Kann man das direkt grinden hier sozusagen? Ja, cool. In der Fridge. Ah, da kann man das reintun. Gut, dann tun wir das mal alles rein. Ich sortiere mal das Inventar und meins auch. Ja. Ist auch Nährwert, das Knochenmehl. Ach, hier ist noch Eisen. Ich wusste doch irgendwie. Irgendwo hatten wir doch noch Eisen. Ich weiß nicht, ob das Salz wirklich ein Dings ist, aber das werden wir feststellen. Toneimer machen wir auch mal rein. Ein. Vielleicht hilft das auch über irgendwas. 3, 4. Wasser. Hat auch noch was Salz. Genau. Salz wollte ich auch reintun. Fischsticks. Mmh. Backware. Wo kriegen wir das her? Okay, wir brauchen eine Pfanne, ein Skillet, Palm Harvest, machen wir mal Harvest. Gebratene Eier braucht man, einen Pot. Ach du meine Güte. So viele Tools. Harvest. Das gibt viel Essen. Hohoho. Da, ein Skillet. Brauchen schon. Oh, da kann man auch anderes benutzen. Stahl. Okay, Eisen wahrscheinlich wird es bleiben. Dann einen Soßenpen. Lol. Wo ist der Pot? Cooking Oil. Juicer. Oh, was ist denn? Eine Olive. Kriege ich ja Hunger, wenn du das vorliest. Eine Walnuss. Ja, was man da alles machen kann. Ach du meine Güte. Water haben wir schon. Bakewar. Ah ja, da kann man Ziegel benutzen. Mhm. Können wir sicherlich. Ich habe Redstone gefunden. Bring mit Redstone. Geht nicht. Ist gut. Also, dann lass es liegen. Wie, das geht nicht. Also ich weiß nicht, was hier kommt, aber hier entstehen immer so kleine Flubbel. Eisen, noch mehr Eisen. So kleine Vierecke. Ich weiß nicht, was es ist. Aber es ist nicht, nicht blau, so als ich weiß es auch nicht. Wasser ist, sondern bin ich ganz sicher. So, wie viel Eisen haben wir denn? 6 Eisen nochmal. Ich habe nochmal 4, glaube ich, dabei. Super. Was ich tun wollte, wäre, ich wollte das hier herstellen. Einmal und den Pot. Den sehe ich jetzt aber nicht. Aber ich weiß, dass man mit dem Ei das so tun kann. Hm. Ja, wenn man denn noch Sticks hat. So und so. Und Backware mit Ton. Ton haben wir aber nicht mehr. Grundgestein auf 3. Ja, das wechselt so ein bisschen zwischen ganz 0 und unten. Ja. Was wieder zu. Ja. Deswegen diese komischen Geräusche vielleicht. Hm. Das kann sein, ja. Zumindest habe ich Redstone auf 5 gefunden. So, eigentlich müssten da jetzt Thronziegel rauskommen. Solange das rumeiert, können wir die Dinger unten anbringen. Ich
Wie das Ende der Treppe nicht mal so tief haben wir gefunden. Nur zwei anbringen. Na nee, gut. Gucken wir mal, ob wir ein gekochtes Ei herstellen können. Ein Ofen. Butter. Jetzt. Was ist das? Mixing Bowl. Ach du meine Güte. Apfelsauce. Apfelsauce kann ich herstellen. Oh, lecker. Und Kalamari. Gekochter Kalamari. Nee, das haben wir schon. Super. Das braucht das. Apple Juice. Da brauchen wir einen Juicer. Boiled Egg. Ohne Ofen natürlich. Haben wir auch eins für das Mäuschen. Wissen. Ich habe Essen für dich. Wo bist du denn? Hinter dir. Da ist ein Huhn. Ja, das lebt mir, ja. So, jetzt sind wir wohl genährt. Hier. Oh, danke. Dankeschön. Ich hoffe, die Spitzhacke macht sich ein bisschen... Guck mal hier, ich habe eine Küche aufgebaut. Die ist auch noch nicht vollständig. Das ist ein Kühlschrank? Ja. Fett. Ein Kühlschrank einfach mal. Guck mal, da siehst du sogar, was drin ist, wenn der offen ist. Ich habe jetzt so reingeguckt. Ja, nee, so von außen siehst du es auch. Ich habe noch ein bisschen Salz dabei. Ja, ich glaube, weiß nicht, ob das da was drin bringt, aber ich habe es einfach mal rein. So. Mhm. Einfach so mal. Ich tue das einfach mal. Nein. Ich tue das mal mit in die Kiste. Das können wir einfach schlafen gehen. Schlafen gehen. Wir können auch die Folge dann, glaube ich, mal beenden. Wir sind nämlich bei 46 Minuten circa. Na dann, gute Nacht. Ja, gute Nacht. Bis bald. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.